Da, sie läuft wieder. Eliges, Café Savi. Uno, 00% Arabica. Ist heute Hardrock, Aue, oder was, im Radio? Ach, das ist jetzt gar kein Radio. Da haben sie wieder nur gelabert, nur gelabert. Ja, ich hab so... Das ist deine Musik, hörst du so? Ja, also das ist so wirklich Mix. Weil, weißt du, ich hab halt Amazon... Headbänge? Ja. Was ist denn das? Das ist oh. Vollbeat. Du machst da wie schon wieder Video. Ja? Ja. Man muss wissen, was dein Geschmack trifft. Ja, da kommt... ich hab sogar... Pass auf. Das hab ich von dir. Das hat mir gefallen. Das hat mir wirklich gefallen. Von mir? Gefallen. Was? Top Models. Weißt du noch? Ja, und weißt du von wem? Ja, weißt das du? Ist von Manolio. Genau, das war von Manolio. Ja, aber das hat mir richtig cool gefallen. Das hat mir... Top Beats und wie heißt der Song? Mach mal an, da wird er auch ganz wild. Scheiße, wie hieß denn das? Love? Irgendwas? Your Love? Your Love. Hau rein. Oh, falsch. Halt. Das ist Rammstein. Warte mal. Ich muss da nochmal... Da habe ich das irgendwo drin. Heide, nein, warum komm ich da nicht? Hast du fette Fettfinger? Da willst du das Ding treffen. Jetzt, guck mal. Das ist schon echt schlecht. Jetzt haben wir es fast, aber das ist ja anders, ja. Da Top Models Best. Alles Top Models. Wieder auf dem Moment. Ja, ja, ich hab dann da nach Album halt gesucht und. Das sind die ganzen ja, Dinge. Ja, aber ich hab nur das, was umsonst ist natürlich. Ich bin ein Schwab. Ich zahl für das da. Also klar, da müssen. Ja, und kommt da Werbung da oder was ist das? Ne, du hast dann halt nicht alles. Ah, okay. Das ist Amazon Prime Music oder was? Ja, genau. Mhm. Machen doch neu. Hauen rein. Oder soll ich Schnips machen und ich schneide es ins Video? Schnips. Ja, wie heißt es? You Take me home tonight. Ja, das hören wir gerade. Take me home tonight. Oh. Your love. Da, jetzt aber. Ah, das ist, guck, das ist jetzt wieder wahrscheinlich nur bei. Das reloaded, mach du den oben drüber. Nee, da, wir, das ist, kostenpflichtig. Ja. Guck mal. Das ist auch Top-Models, aber das ist auch was anderes. Also, nochmal gratis für jeden, blende ich doch mal ein, was du mir jetzt zeigen wolltest, 3 Minuten lang. Und Schnips. Ja, du machst den Schnips dann. Nee, eigentlich das auch nicht. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Und der Spitzel nennt es, genau so sieht's aus. Ich bin ja schon auf dem Stadion. Ich bin Musik umsonst. Ja. Und das Gebabbel im Radio. Genau. Auf mein Schlafwecke. Oder? Ach da. Wie war's denn? Da. Ist ja wurscht, Hauptsache es kommt irgendwas aus dem Kasten. Genau, besser wie das Gelaber hier im Fuerteventura-Radio. So, jetzt ist der Kaffee, ach, was heißt Kaffee? Ist das Ding auch kalt? Ich gehe dann aufs Rad. Jo Leute, kurzes Update aus dem kranken Königstuhl. Ah, irgendwas passt nicht. Ja, so ist besser. Ja,
Was soll ich sagen? Ist scheiße kalt hier. Meine Verletzungen sind auch noch da, also hat sich nicht viel getan. Ja, Einzige ist, konnte heute schon 30 Minuten Athletik machen und eine Stunde, ich weiß gar nicht, 80, 90 Watt fahren. Also alles noch ja, ohne große Fortschritte. Aber ich denke mal, dass ich ab nächster Woche wahrscheinlich wieder halbwegs vernünftig trainieren kann und dann geht's weiter. Bin auf jeden Fall gespannt, wer die Etappe heute geholt hat. War ja doch nochmal spannend, was die Rennleitung alles so an Regeländerungen hatte. Von daher super gespannt. Wird Bevo am Ende machen? Ich glaube ja. Ich glaube, dass er die Rennleitung da auf seiner Seite hat. Auch wenn der Bushmaster alles gegeben hat heute, wurde das wahrscheinlich mit dem Gesamtsieg nicht mehr. Morgen Samstag ist ja sowieso dann der erste nicht mehr anzugreifen. Also von daher sind wir da gespannt. Auf jeden Fall Grüße gehen raus. Ja, wir sehen uns die Tage wahrscheinlich. Bis dann. Morgen. Guten Morgen. Ich begrüße den Tour 2. am Samstag, den 21.01. Ab an die Kaffeemaschine. Richtig. Es kommen keine Widerworte. Dann haben wir das auch geklärt. Kann man selber, oder? Wie? 8:30 Uhr. Ah ja, dann mach mal hin. Ich gehe erst laufen. Bei der Kälte schwimme ich nicht. Wobei es geht. Ich war ja schon mal draußen. Es hat halt 50 Grad. So, wunderbar. Fuerte lässt uns nicht im Stich. Nee, ich gehe jetzt laufen. Zur Mittagszeit schwimmen und dann rolle ich aus. Ja. Um den Trainings. Nee, was heißt den Wettkampfstress der Tour rauszukurbeln? Ja, heute letzter Tag. Darf der Sieger nicht mehr angegriffen werden? Genau, der Führende. Der Führende. Ja, ist ja das Gleiche letztendlich. Ja. Hat die Rennleitung über Nacht nochmal irgendeine Regel? Hast du ein Trikot dabei? Ist das Voraussetzung, um den Toursieg auch wirklich? Ja, du fährst ja dann heute in Gelb. Was ja, BMW. Ich die letzten Tage gefahren bin. Fast zu Unrecht. Ja, aber ich bin in Gold gefahren. Das BMW-Trikot ist ja fast gelb. Ja, du gelb. Hattest ja das Weiße, oder? Du hattest eigentlich ja. Weiß für Jungfrau. Man hat dir übrigens in der Sonderwählung das lilane Trikot übertragen. Ja, das ist aber vom Giro. Nee, nee. Das ist doch. In unserer Tour für den kreativsten Fahrer. Ach so, lila ist Blassblau. Beim Giro führender, meine ich. Ja, pink. Oder pink. So. Nee, lila von Manuel. Der hat gesagt, für diese kreative Rennleitung könnte man doch das lila Trikot ausloben. Ja, und was ich dir sagen wollte eigentlich, wird aber ein bisschen ekelhaft. Was? Du hattest ja das Weiße. Und? Jungprofi. Ja. Wenn du das weiter trägst und nicht wäschst, dann wird es automatisch zum Bulk-Spezialist-Trikot. Das kriegt dann so. Das kriegt nur Punkte, wenn man es macht wie der Matti. Also wenn man keinen Bock mehr hat und sich einfach fallen so, lässt. Oder so, Dann wird es zum Bag. Also dann hättest du die beide auch noch. Was? Ja, so langsam gewichtstechnisch mache ich mich ja zur Bag-Ziege. Aber ist jetzt Schluss. Das reicht mir. 73 Kilo ist ein gutes Ding. Und solange es im Wasser noch geht, mit meinen voluminösen Armen. Er sagt einfach ja. Oh, der Akku ist gleich leer. Können wir das Geschwätz einfach beenden? Ja. Halte Kaffee! Kaffee! Der wird schon wieder kalt. Was haben wir heute für eine Sorte gewählt? Ich tue immer entweder den oder den, oder der erste so, der nächste, der ist ja jetzt gleich weg. Der zweite gibt dann die andere Kapsel. Also kommt noch ein zweiter hinterher? Ja, ja, sicher. Ja, dann mache ich das auch mal, um den Koffeinspiegel entsprechend hochzuhalten. Prost.
Welcome everybody, meine Freunde des Austauschsports. Wir haben 12 Uhr und ab 12 Uhr ist hier Fiesta, Fiesta Mexicana, Españolo, Torre. Wo ist denn El Toro? Ach so, zu Hause und kuriert seine Schulter aus. Der Tour-Zweite hat jetzt auch einen Platten. Ist auch schon gar nicht mehr mit dem gelben Trikot unterwegs. Hat es gegen das Gelb-Grüne eingetauscht. Ja, immer schön, den Leuten bei der Arbeit zuzuklotzen und dumm zu babbeln. Ah, jetzt hat es. Aber hier hast du wenigstens noch eine Standpumpe. Genau, deswegen habe ich ja nochmal umdrehen. Denn es muss Druck in die Sache rein. Ja, weil der, weißt du, der Reifen muss ins Horn springen, auch wenn es kein Tug. Da, gell? Sechs Bar ungefähr. Ja, sechs, so wenig. Nee, ich sag nur zur Orientierung. Weil viele meinen in der Mitte, aber es ist nur fünf. Rest rein. So, Leuchtturm runter, heute Morgen ist rum. Und ich werde jetzt gleich, ich wollte eigentlich die Augen zumachen, aber der Nachbarros hat hier voll aufgedreht und hält jetzt Las Playitas, Ort, Village. Ich gehe jetzt auf zum Schwimmen, dass ich um 13 Uhr im Wasser bin und genieße die Primetime. Hier ist Sonne. Und Bevo macht sich gleich auf den Weg. Auf die 180 mal anzutesten für die Saison 2023. Nee, eher nicht. Aber ich will mal in die Berge schnuppern, so ein bisschen. El Cardón und so. Heieiei, ziemlich anstrengender Anstieg. Rauer Asphalt, 20% Gegenwind. Naja, wird schon hochkommen. Ja, das ist jetzt ungefähr 5,5. Was warst du? Da springt eh nichts Horden, weil das ein 4000S ja. Ist. Das ist ja gar kein M. Ah. Jetzt ist er gesprungen. Aber der springt noch einmal. Der muss noch ein, zwei Mal. Nee. Ist er drin überall? Das guck ich jetzt gleich. Ist das ein 28er, was du da hast? Der ist ein 25er. Ah, ja, das reicht ja hier eigentlich aus. Weil der wiegt sehr breit. Liegt vielleicht auch an der Felge, dass die breiter ist. Das auch. Na, lass ich mal weg. Gut. Dann melde ich mich später nochmal und dann ist der Tag auch wieder erledigt. Grüß Gotti. Und mal eine andere Perspektive als aus der Bude da vorne im Playitas Village zu bekommen. Habe ich jetzt doch nochmal, bevor ich ins Wasser springe, bin nämlich heute relativ früh die Kamera angemacht und schaut, die Sonne kommt raus. Also auf dem Wetterbericht ist bis auf den Wind kaum Verlass. Liegt aber wahrscheinlich auch am Wind, weil der bläst halt immer alles recht schnell über die Insel. Und die Wolken sind jetzt aktuell nicht vorhanden und entsprechend habe ich mir wahrscheinlich Primetime ausgesucht. Es dürfte so mit der wärmste Zeitpunkt sein am Tag und keine Bewölkung. Das bedeutet, ich kann hier noch auf meine Bräune ein bisschen was draufsetzen. Ob es schwimmerisch auch ein Draufsetzen ist, ich weiß nicht. Ich bin ja gestern schon ein paar in der Walle geschwommen, zur Kraftausdauer betont. War ich ganz zufrieden. Aber jetzt wird es eher so ein Dauerschwimmen. Später vielleicht noch, das ist so eine Option, aufs Rad. Das ist aber auch nur, wenn ich die 700 Kilometer die Woche jetzt voll machen will. Ansonsten lasse ich das weg, dann wären es halt nur 650. Und im Endeffekt, ich glaube 18 Kilometer schwimmen und mit dem Koppellauf, den ich morgen noch geplant habe, dann ein paar 80. Also eine ordentliche Woche. Wenn die nächste Woche dann auch noch halbwegs so wird, kann ich da auch einen Haken hintersetzen. Das Becken ist erwartungsgemäß jetzt um die Uhrzeit, wir haben jetzt bald 13 Uhr Ortszeit, nicht so voll. Also da kann ich nur die Empfehlung geben, wenn man jetzt nicht unbedingt hier unter dem Rad Trainingsdruck steht, dass man da um die Zeit geht. Es ist wie gesagt warm, man bekommt noch ein paar Sonnenstrahlen ab und ja, hat so ein bisschen Ruhe im Becken. Tschüss, ne?